Nach einer sehr schwierigen Zeit mit vielen Schließungen beginnt wieder die Kultur- und Ausstellungssaison auf Schloss Kornberg bei Feldbach. Schlossherr Andreas Bardot und das Thermen- und Vulkanland haben für das heurige Jahr ein vielfältiges Programm vorbereitet. Da werden verschiedene Ausstellungen eröffnet, beziehungsweise gibt es auch neue Ausstellungen. Im Maihof unten Spielen wie früher. Das ist eine Ausstellung von historischen Spielzeug, also Schiffe, Flugzeuge, Dampfmaschinen und vieles mehr vom Herrn Peter Willowitzer. Dann natürlich die Ausstellung Die kleine Welt der großen Schlösser, wie im vorigen Jahr. Und vor allem im ersten Stock die im vorigen Jahr neu konzipierte Ausstellung über 150 Jahre Familie Bardot auf Schloss Kornberg, eine Zeitreise durch die Geschichte, wo Sie verschiedene Filme, aber auch eine 3D-Animation auch sehen. Weiters haben wir natürlich verschiedene andere Ausstellungen und für mich ganz wichtig Veranstaltungen im Haus. Ebenso über die Feldbacher Sommerspiele gibt es dann bei uns einen Auftritt von Herrn Kratschmeier. Das Schloss Kornberg ist ein wichtiger Teil der Schlösserstraße. Damit ist dieses Prunkstück ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt im steirischen Thermen- und Vulkanland. Also erstens einmal für das Schloss bedeutet es einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Moderne. Also Schloss auch digital neu einer anderen Zielgruppe zugänglich zu machen. Und natürlich ist es auch eine Bereicherung für die Erlebnisregion, für das Thermen- und Vulkanland. Das heißt ja Erlebnisregion, wir möchten Erlebnisse sichtbar machen. Gäste können sich im Vorhinein schon Geschmack auf die Region, auf die Schlösser, auf die Schlösserstraße holen und natürlich den Besuch gut vorbereiten, sich vorab informieren und natürlich hier in das Schloss Kornberg eintauchen. Neben den persönlichen Erlebnisführungen mit dem Schlossherrn präsentiert sich das Schloss Kornberg heuer in einem nagelneuen digitalen Erscheinungsbild. Das ist für uns wirklich so eine Innovation, es ist ein Quantensprung, müsste ich sagen, dass wir so eine Möglichkeit haben, mit Admont, mit einem Start-up-Unternehmen, welches Admont sehr dahingehend unterstützt auch, in einer, würde ich sagen, mit anderen Burgen und Schlössern wie Tratzberg, Hochosterwitz, auch das Kunsthistorische Museum da, uns zu präsentieren, aber auch international zu präsentieren. Also sprich, diese Führungen, die da eben gezeigt werden, werden ja da auch übersetzt ins Englische und auch ins Chinesische und sind dann abrufbar, beziehungsweise kann man dann auch buchen. Also grundsätzlich ist es so, dass auf unserer Plattform virtuelle Touren präsentiert werden. In diesen virtuellen Touren ist es möglich, von zu Hause aus über den Computer, über den Laptop, Tablet, Handy und so weiter eben virtuell durch diese Betriebe durchzugehen und sich das anzuschauen, und man kriegt dann in den Touren auch Inhalte, Erklärungen, es sind Videos, Audioguides drinnen, die was eben Zusatzinhalte liefern. Das Schloss Kornberg ist bereit und öffnet für Besucher und Gäste die Tore für persönliche und digitale Erlebnisführungen.